Die Bundesinnenministerin an der deutsch-polnischen Grenze. Auf Krücken. Eine Verletzung am Sprunggelenk. Hier an der Grenze sollen Schleuserkriminalität und unerlaubte Migration bekämpft werden. Zwei Gründe, warum Deutschland immer wieder eine Verlängerung der Grenzkontrollen von der EU genehmigt bekommt. Und deshalb möchte ich heute hier auch etwas sagen, was ich bisher so in der Deutlichkeit nicht getan habe. Für mich bleiben die Grenzkontrollen so lange wie nötig. Das heißt auch gegebenenfalls über den Zeitpunkt des 15. Dezember hinweg. Grundsätzlich lässt der Schengener Grenzkodex Kontrollen für 30 Tage zu. Gehen stationäre Kontrollen darüber hinaus, muss das in Brüssel genehmigt werden. Die Grünen fordern ein Ende der Kontrollen in einem offenen Brief an die EU-Kommission. Es gibt bestimmte Großereignisse oder besondere Situationen, wo man sagt, hier muss man einfach einmal ausnahmsweise vorübergehend mit solchen Maßnahmen reagieren, weil es mit den normalen Maßnahmen nicht kontrollierbar ist. Da ist es okay. Aber das muss immer vorübergehend sein. Auch die Polizeigewerkschaft fordert mehr Personal. Knapp 2 Millionen Überstunden habe die Bundespolizei allein im Jahr 2023 angesammelt. Nicht nur wegen der Grenzkontrollen, aber auch. Trotzdem seien die Kontrollen wirksam. Während der EM habe die Polizei 9000 unerlaubte Einreisen verhindert und knapp 1000 Haftbefehle vollstreckt. Ja, man braucht eben eine hohe Kontrolldichte, um diesen großen Fang zu machen. Das habe ich vorhin schon gesagt. Eine große Kontrolldichte haben wir natürlich dadurch erreicht, dass wir den Reiseverkehr über die Grenzen kanalisiert haben und auch kontrolliert haben. Bayerns Innenminister Joachim Herrmann will an den Kontrollen festhalten. So lange, sagt er, bis die EU-Außengrenzen besser geschützt seien.